Kritik an der Gelegenheitsverkehrsnovelle kommt von Christoph Matznetter von der SPÖ. Er ist außerdem Vizepräsident der österreichischen Wirtschaftskammer. Hermann Veratschnik von den Grünen ist der nächste gemeldete Redner. Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Abgeordneter Matznetter, ja, was wollen wir jetzt? Was wollen wir, Herr Abgeordneter Matznetter? Manchmal kommt man vor bei deinen Reden, ich bin zurückversetzt und da gibt es eine schöne Fernsehsendung, seinerzeit hat es geheißen. Und da hat man über seinerzeit geredet. Seinerzeit, 2019, hat es einen Beschluss hier im Hohen Haus gegeben, man hat Taxi und Mietwagen vereinheitlicht. Diese Vereinheitlichung geht in Kraft mit 1.1.21. Das Inkrafttreten wäre eigentlich schon im September vorgesehen gewesen und wir haben es mit guten Gründen auch verlegt. Die Wirtschaft kann sich darauf einstellen und das war, glaube ich, eine gute Begründung und hat sich auch darauf eingestellt, dass am 1.1. umgestellt vereinheitlicht wird. Herr Matznetter, was wir wollen, sind faire Bedingungen und niemanden vom Markt verdrängen. Nicht die Mietwagen und nicht die Taxis, sondern wir wollen, dass man der Digitalisierung zeitgerecht wird. Wir wollen den Gestaltungsspielraum den Ländern nicht nehmen, nicht eingrenzen. Wir wollen ermöglichen und das tun wir mit dieser Novellierung. Meine sehr verehrten Abgeordneten, und dafür gab es einen Ministerratsvortrag und eine intensive Debatte im Verkehrsausschuss und eine intensive Debatte auch um die Abänderungen und natürlich auch, wie angesprochen, Proteste. Und da muss ich ganz klar und deutlich sagen, wir haben die Fahrerinnen gehört auf der Straße, die Mietwagen und die Taxifahrerinnen. Und in Zukunft wird es ein Gewerbe sein und sie werden gemeinsam vertreten sein. Und ich wünsche mir, dass die Taxi-Innung dann alle gemeinsam auch vertritt und dass es diesen Keil zwischen diesen beiden Gruppen nicht mehr gibt. Mit dem Gesetz und mit der Novellierung schaffen wir das. Und wir stellen heute die Möglichkeit dazu zur Verfügung. Zentrale Punkte zur vorliegenden Novelle. Für vorbestellte Fahrten, nur dass wir das nochmal wissen, über einen Kommunikationsdienst ist vorab ein Fixpreis zu definieren. Die Landeshauptleute bekommen die Möglichkeiten, ein Preisband, Mindest- und Obergrenzen festzulegen. Somit kann der Preis flexibel nach objektivierbaren Kriterien festgelegt werden. Das ist das Ziel, das setzen wir um. Werden in der Verordnung der Länder Mindest- oder Höchstentgelte bzw. Zuschläge in Abhängigkeit von der Länge der Fahrtstrecke oder auch der Fahrtdauer festgelegt, kann auch festgelegt werden, dass diese Indikatoren, nämlich Fahrtdauer und Fahrtstrecke, zu ermitteln sind. Und dabei ist wichtig, dass ich das hier im Hohen Haus auch sage zur Interpretation dieser Novellierung, die Untergrenze für den Gesamtfahrpreis bei vorbestellten Fahrten darf nicht über den Entgelten der Tarife, sollten die in den Ländern vorhanden sein, liegen. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Bereich. Ich steige ein, habe vorbestellt, weiß den Preis und brauche dafür keinen Taxameter. Das ist das Prinzip bei den vorbestellten Fahrten. Zweiter Punkt. Auf vorbestellten Fahrten dürfen auch Fahrgäste, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, festgelegt haben, vorbestellten Fahrten dürfen andere Fahrgäste von anderen Orten abgeholt werden bzw. zu verschiedenen Zielen auch befördert werden. Das nennen wir Taxisharing. Werte Abgeordnete, hier machen wir ein großes Fenster auf für Flexibilität, für Ökologie, für Effizienz und für günstiges Fahren für die Fahrgäste. Was ich mir wünsche, wie gesagt, dass die Taxi-Innung in Zukunft gemeinsam für alle streitet und sich einsetzt. Ich wünsche mir, dass es in der Branche und dass es der Branche bald gut geht und auch hoffentlich gute Geschäfte gemacht werden. Ich wünsche mir und wir stehen bereit in den Bundesländern, wenn es um die Landesverordnungen geht, natürlich auch die Stadt Wien, dass wir mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um Unterstützung bei der Ausarbeitung dieser Verordnungen auch geht. Und ich wünsche mir zu guter allerletzt, dass wir auch ein Taxiunternehmen, ein Mietwagenunternehmen haben,
dass den öffentlichen Verkehr auch unterstützt im Rahmen der Mikroverkehre, eine ganz wichtige Zielsetzung, dass wir unterstützen können und dass wir hier im Modal Mix was Gescheites zusammenbringen, öffentlicher Verkehr, Individualverkehr und Taxi- und Mietwagengewerbe. Und zu guter allerletzt, heute zu später Stunde, wünsche ich mir für all jene, die es brauchen, dass wir gut mit einem Wiener Taxi oder Mietwagen nach Hause kommen. Dankeschön.